Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei unseren Schweden. Es ist die Eisenzeit, aber wir Schweden sind noch nicht so richtig dort angekommen. Andere sind schon vorgeprescht. Wir allerdings haben uns zu einem Seefahrervolk entwickelt, sind dabei, gerade unsere zweite Galeere zu bauen, wollen die Küsten hier ein bisschen erkunden, aber auch unsere Fischerboote verteidigen. Dann haben wir uns entschieden, Örebro, unsere einzige Binnenlandstadt, zu nutzen, um hier vor allem so eine Art Verteidigungsvorposten aufzubauen gegen mögliche Angriffe. Die Deutschen haben sich ja jetzt hier schon um uns herum ziemlich stark ausgebreitet. Im Übrigen bin ich inzwischen tatsächlich der Meinung, es gibt keine andere deutsche Hauptstadt mehr. Das wird tatsächlich München sein. Das ist ein bisschen merkwürdig, wie ich finde, denn München hatte zu dem Zeitpunkt ganz am Anfang wirklich nur einen Einwohner, war ganz klein. Irgendwas muss mit den Deutschen am Anfang passiert sein. Und hätte ich gewusst, dass München die einzige Stadt der Deutschen gewesen ist, dann hätte ich vielleicht sogar sie angegriffen. Ich hatte aber ja immer noch gedacht, es gibt ja noch eine größere Stadt im Hinterland. Nun gut, nun ist es zu spät. Nun versuchen wir, Frieden zu wahren und einen anderen Weg zu gehen. So, wir haben inzwischen allerdings auch Erkundungspunkte ausreichend wieder, um ein weiteres Nutzschiff zu erstellen. Das sollten wir machen, um die Thunfischbestände hier außerhalb unserer Grenzen weiter zu nutzen, ohne Arbeiter dafür zu verwenden. Das ist doch eine tolle Sache, dass das möglich ist. Und ja, dann beweg dich doch gleich mal dorthin. Hallo? Das geht wohl erst... Nee, das müsste... Ah, alles klar. Kleine Bedienungsprobleme. Ja, aber das kann man erst dann in der nächsten Runde machen. Ansonsten glaube ich, alles, was ich tun wollte, ist getan. Irgendwann müssen wir das Stammestum auch nochmal reformieren, aber das ist noch nicht so weit. Hier werden wir in einer Runde wachsen, da kriegen wir in einer Runde das Stadtzentrum wichtig. Und ich denke, wir werden auch in Europa... Ah, nee, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Und zwar müssen wir irgendwo hier in eine Waldregion expandiert sein. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, dann dort zu gehen. Da kriegen wir einmal Produktion und einmal Nahrung. Wir brauchen aber hier definitiv mehr Produktion. Gut, wir beenden erstmal die Runde. Da unten, da haben wir ja noch eine Stadt genau dazu bekommen, auf diplomatischem Wege. Und da gab es eine Schlacht, die wir hoffentlich gewonnen haben. Sieht aber so aus. Ja, alles andere hätte ja vermutlich schon zu einer Plünderung oder zu einem Verlust der Stadt geführt. Wir sehen im Übrigen sehr schön unsere Milizen, wie sie hier gut verteidigen. Gegen diese einfachen, barbaren Krieger ist das alles sehr, sehr ausreichend. Aber wir haben gesehen, ja, im Angriff wird es dann schon schwierig, in dieser Phase so ein Barbarencamp mit diesen, ja, wirklich simplen, primitiven Einheiten zu erobern. Aus dem Grund hatte ich mich entschieden, hier als nächstes in Richtung Disziplin zu gehen, damit wir ein paar bessere Einheiten haben. Genau, das war der große Plan. Und ich denke, wir werden die Stadt auch mal umbenennen. Ich werde sie mal, nennen wir sie mal Trelleborg. Auch wenn hier keine Burg steht, egal. So, da unten waren wir zumindest jetzt erfolgreich in der Verteidigung. Wir müssten natürlich dringend eigentlich auch da unten mal die Gegend erkunden, wäre schon wichtig. Insofern war ich auch kurz davor, vielleicht einen Kundschafter zu erstellen, aber die Nutzschiffe sind einfach so viel besser. Lasst uns hier Thunfisch ernten und ich muss mir das einfach angucken. Ach, dreimal Thunfisch, unfassbar viel Nahrung. Aber mir fällt gerade ein, das macht ja wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn, jetzt so viel hier zu investieren, weil mehr als 200% kann man, glaube ich, ja auch nicht seine Bedürfnisse erfüllen. Bin mir nicht sicher, ob das diesen Wert beeinflusst oder ob man quasi mit immer mehr Nahrung auch das Wachstum immer mehr beschleunigen kann. Ich glaube, das ist ein Cap. Insofern, ja, müssen wir hier gar nicht mehr so viel tun, nahrungstechnisch. Wir sollten vielleicht eher in andere Richtung gegen Produktion oder so ein bisschen stärken. Oder vor allem hier diese Punkte mal, die Verbesserungspunkte mal erhöhen. So, wir warten hier auf den Bau der anderen Galeere, aber ich bin neugierig. Wir werden hier schon mal ein bisschen weiter segeln und gucken, was wir finden. Aber es ist tatsächlich nur ein kleines vorgelagertes Eiland, das uns hier auch wirklich nicht viel hilft und bringt, denke ich mal. So, jetzt ist die Frage. Wir haben hier zwei Einheiten. Na, ich denke, wir werden sie erstmal hier heilen lassen. Wollen wir die dort unten positionieren?
Wir brauchen eigentlich auch eine Truppe in Örebrö. Hier. Ja, wir brauchen eigentlich eine größere Armee, ne? Also wir müssen hier unten eine kleine Verteidigung haben und hier und da zumindest eine minimale. Wir könnten natürlich problemlos Kriegsführung nutzen, um Freiwillige auszuheben. Ja, aber vielleicht warten wir erstmal Disziplin ab. Gucken wir mal, was da noch dazu kommt. So, unser Entdecker. Also es gibt schon zwei Regionen, die mich interessieren. Einmal diese ganze Waldregion hier oben, weil da die Deutschen auch gesiedelt sind, und einmal der Süden hier. Ich glaube, wir reiten doch lieber mal in den Norden. Einfach weil die Expansion der Deutschen da für uns ein Tick relevanter noch ist, dass wir das mitbekommen. So, wir haben das Stadtzentrum. Das ist gut, weil wir kriegen dann ein Regierungs-EP mehr. Und jetzt wäre eigentlich wichtig, dass wir in Richtung Wachturm gehen, um dann auch noch gleich ein Erkundungs-EP mehr zu bekommen. Ja, Wissen ist natürlich auch gut. Vieles ist gut, aber ich gehe auf Wachturm, das ist einfach unser Schwerpunkt hier. So, er will hier schon die Runde beenden. Hier haben wir schon 4 Einwohner wieder. Lass mal hier reingehen. Wo hat er sich zugeordnet? Bei der Nahrung. Ja, ich tendiere lieber hier... Warte mal, das schließen wir mal, das ist mir wichtig, das auch. Ich tendiere, glaube ich, mal hier doch lieber in Produktion. Damit wir hier schneller vorankommen. Okay. Ja, ist in Ordnung. Beenden wir die Runde. Da breitet sich unsere Grenzen aus. Schön. Und wir reiten mal hier in den Norden. Wenn ich mit 5 Einwohnern kann aber wohl nicht weiter wachsen, weil sie hier noch keine Kleinstadt gegründet haben. Ja, ich denke, wir werden trotzdem mal diese Insel umrunden. Vielleicht sieht man irgendwo noch andere Küsten. Ist aber nicht der Fall. Hier haben wir jetzt schon 6 Leute. Ja, der geht einfach so aufs Grasland. Und da haben wir jetzt einen interessanten Punkt erreicht, wo man jetzt überlegen muss, wo investieren wir jetzt hier unsere Punkte. Tendenziell würde ich gerne diese Punkte jetzt wirklich auch mal beschleunigen. Also, dass wir davon mehr haben. Und insofern wäre die Lehmgrube jetzt vielleicht doch mal eine gute Investition. Die Frage ist, wo wir die platzieren. Aber ich würde sagen, die platzieren wir lieber hier, weil wir hier einfach das höhere Wachstum haben und die Lehmgrube dann auch vernünftig bespielen können. Also bauen wir sie mal neben der Stadt hier, weil ich glaube, das gibt da noch zusätzliche Angrenzungsboni. Probieren wir das Ganze mal mit einer Lehmgrube. So, und da müsste er dann ja auch arbeiten können, genau. Er schafft für uns einmal Lehm, gibt uns einmal Produktion und einen Verbesserungspunkt dazu. Okay, damit haben wir jetzt plus 3 und kommen allgemein in der Sache schneller voran. So, plus 1 Wissen für 20 Regierungspunkte, ist es das wert? Ich denke, das ist es wert. Wir bekommen nur plus 3 pro Runde. Das ist relativ wenig. Das sind einfach mal 25% Wissen. Das machen wir. Das nehmen wir mit. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Da sind wir auch langsam, habe ich das Gefühl. Wir bekommen jetzt nach und nach auch Ingenieurskunst. Das ist wichtig, auch um unsere Städte zu erweitern. Falls wir da... Bei 10, glaube ich, kommen wir an die Bevölkerungsgrenze. Das wird auch noch ein Thema werden. 5 Runden wachsen wir schon wieder. Das ist gut. Okay. Da kommen schon wieder Feinde. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in den Stadtbereich. Falls sie da wirklich angreifen wollen, stehen wir dann direkt gut. Ja, dann kehren wir erstmal hier zurück. Unsere andere Galeere ist da und jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir die Küste erkunden. Ich tendiere tatsächlich hier zur nördlichen Richtung. Und was mich ein bisschen nervös macht, dass diese komischen kleinen Boote da, dass die über die tiefe See fahren konnten. Das finde ich echt ein bisschen merkwürdig, weil ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wir sind hier sicher in diesem Zeitalter. Wir könnten hier im Süden erkunden.
Wisst ihr was? Ich mache es trotzdem einfach. In der Hoffnung, dass hier nicht nochmal so eine kleine Schiffchen über die Tiefsee kommen können. Was ist das? Wir wurden hier nochmal angegriffen? Was ist denn hier passiert? Es kam irgendwo ein Barbarenbogenschütze? Wo kam der denn plötzlich her? Kann es sein, dass hier in der Nähe noch ein Barbarencamp ist, was ich noch nicht gesehen habe? Oder habe ich möglicherweise... Das sollten wir dann nochmal erkunden. Vielleicht können wir mit euch ein bisschen rausgehen, ja klar. Da sehen wir erstmal nichts. Hier scheint der Gegner sich auch nicht ranzutrauen. Dann gehen wir schon mal in den Wald. In der nächsten Runde können wir da vielleicht angreifen. Und wir werden hier jetzt den nördlichen Wald etwas erkunden. Wir haben die Galeere gebaut. In unserer Hauptstadt. So, und jetzt ist zu überlegen, wie wir weitermachen. Natürlich ist ein berittener Kundschafter attraktiv. Und in einer Runde... Boah, es ist wirklich schnell gebaut. Ich würde sagen, geben wir lieber nicht unsere Erkundungspunkte dafür aus, sondern eine Runde Produktion. Dann können wir nämlich auch mal solide den Süden dort mit erkunden. Das würde mir, glaube ich, besser gefallen. Ja. So, was habe ich hier gesehen? Das ist nur ein deutscher Pionier oder was das ist. Ein Sucher. So nennen sie die. Gut, wir bewegen uns gen Süden. Hier gehe ich mal kurz in den Wald rein. Scheint mir im Moment sicher zu sein. Und oh, da ist ein kleines Dorf. Das ist aber schön. Und interessanterweise geht hier die Küste so entlang. Spannend, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir greifen an. Eine Einheit sollte kein Problem sein. Zumal wir inzwischen sehr erfahrene Truppen haben und der Gegner natürlich auch schwach ist. Und mit ein bisschen Glück ist ja hier gar kein Gegner mehr drin. Sehen wir aber jetzt, glaube ich, noch nicht. So, wir überqueren hier den Fluss und... Nein! Da oben sind die Deutschen auch schon? Oder ist hier die deutsche Hauptstadt? Alles klar, da ist sie. Okay, das, was wir die ganze Zeit gesucht haben, hätten wir hier finden können. Wow, dann ist das schon eine bemerkenswerte Expansion und schon eine gewisse Einkreisung. Und naja, also der Konflikt könnte immer heftiger werden. Ne? Das ist ein Königreich Olympioniken. Wir sind immer noch ein Stamm. Olympioniken, aber sie haben uns noch nie eingeladen. Umso spannender ist es, die Küstenlinie hier gen Norden abzufahren. So, wir haben unseren berittenen Kundschafter. Wie machen wir weiter? Feldlager will ich, glaube ich, hier nicht haben. Ein Marktplatz wäre natürlich sehr, sehr gut für unsere Hauptstadt. Passt sehr gut. Wir bekommen auch nochmal Diplomatie-Slots für ausländische Importe. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert. Aber ich denke, das ist unsere nächste Investition. Ja, das machen wir mal. Sehr gut. So, hier könnten wir auch wieder eine Stammesarmee aufstellen. Will ich nicht. Wir haben hier 7. Ja, hier ist natürlich die Überlegung, wo wir da als nächstes was investieren. Wäre ganz praktisch, wenn wir hier mal in die Hügel gehen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit Steinbruch oder Mine. Geht das, glaube ich, nur in den Hügeln? Ja, hier können wir ein Steinmetz machen. Steinbruch gibt uns einfach über Kalkstein 2 Produktionen. Wir haben 2 Hügel, hätten also da noch die Möglichkeit, auch Kupfer abzubauen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt besser ist. Das kostet nur, in Anführungsstrichen, 14. Wann kriegen wir dort? In 3 Runden. Da, das passt eigentlich ganz gut. Ja, passt mal auf. Dann werden wir uns hier erinnern lassen, dass wir diesen Steinbruch hier in den Hügeln haben wollen. Als nächste Investition. Gefällt mir ganz gut.
Ah, wisst ihr was? Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte ja unbedingt auf die Byblos-Boote sparen, um nur 70% Nutzschiffkosten zu haben. Das habe ich vergessen. Ha! Da habe ich. Na gut, ist nicht ganz so schlimm. Machen wir das als nächstes und können dann noch günstiger die Nutzschiffe haben. Wobei, so viele Plätze haben wir gar nicht mehr. Na gut, wir könnten hier unten was hinschicken. Da noch. Wir könnten da noch was hinschicken. Geht schon noch. Außerdem wollen wir für die alten Seefahrer hier auch 5 Nutzschiffe haben, damit wir das Vermächtnis aktivieren können. Naja, gut. So, dann segeln wir mal dahin. Wir gehen mal hier ins Dorf gucken. Dorfratssitzung. Ein Dorfältester berät sich mit seinen Gästen. Ich würde sagen, die Kriegs-EP brauchen wir im Moment nicht so dringend. Nehmt an ihrer zeremoniellen Sitzung teil und lernt ihre Sitten kennen. Das gefällt mir gut. Das gibt uns dann nochmal Diplomatiepunkte. Und da kann man sich schon überlegen, was man damit macht. Aha, hier kann man Händler erstellen. Da könnte man anfangen, mit den Deutschen zu handeln. Wir haben tatsächlich keine neutrale Stadt mehr. Das haben alles die Deutschen irgendwie erobert oder diplomatisch bekommen. Ich weiß es nicht genau. Das heißt, wir können auch mit Gesandten nicht ab. Das, was man natürlich tun könnte, man könnte einen Gesandten zu den Deutschen schicken und sie irgendwie vielleicht erstmal ein bisschen beruhigen, die Stimmung verbessern. Das wäre eine Möglichkeit, was man hier mit Diplomatie erreichen könnte. Diese Vasallenintegration werde ich nicht forcieren. Ja. Setze Händler ein, um den Wohlstand eines Vasallen zu erhöhen oder Vermögen von anderen Nationen zu erhalten. Ja, klingt auch sehr attraktiv. Aber ich habe Angst, wenn wir den jetzt zu den Deutschen schicken und es dann vielleicht doch zum Konflikt kommt, dann ist das verschwendete Liebesmüh. Vielleicht wäre es ganz gut, doch erstmal einen Gesandten dorthin zu schicken. Ja, passt auf, wir machen das. Wir werden einen Gesandten erstellen und schicken den mal zu den Deutschen. So, was können wir hier tun? Verhandlungen aufnehmen. Genau, das machen wir mal. Können wir, glaube ich, erst nächste Runde machen. Okay. So, hier wird die Küstenlinie weiter erkundet und da haben wir ein weiteres Camp von Barbaren. Ah, okay. Hier haben wir wieder einen schönen Standort mit Reis und Fisch. Außerdem hier noch ein Dorf. Das ist natürlich sehr attraktiv. So, was haben wir hier für eine Kampfstärke? Prognose. Leichter Schaden. Okay, erlitten leichter Schaden, verursacht mittlerer Schaden. Okay, da kann man schon mal angreifen. Was haben wir da drin? Ja, wenn natürlich unsere Bogenschützen so fantastisch darüber schießen, dann läuft das gut. Aber wenn sie gegen die Palisade schießen, läuft es nicht gut. Aber die machen nicht viel Schaden, das ist gut. Ach, schade. Okay, ich denke, das war trotzdem in Ordnung. Wir werden das in der nächsten Runde hinbekommen. Dort passt. So, und das heißt, unsere Aufklärung hier, da haben wir die Hauptstadt der Deutschen, Hamburg mit 11. Und eine Palisade und schön ausgebaut. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Ich muss sagen, die KI geht hier ganz schön voran. Man hängt ganz schön hinterher, so hat man das Gefühl. Wir sind aber bei der abgeschlossenen Forschung jetzt schon. Disziplin. So, das bringt uns die Möglichkeit, eine Speerträgereinheit zu haben. Ich glaube, wir können auch upgraden. Die hilft im Übrigen auch für Unruhenunterdrückung. Das wird auch, denke ich mal, demnächst ein Thema werden. Kampfmodifikator gegen Kavallerie. Dann haben wir einen Streitwagen. Das ist eine Kavallerieeinheit 1612. Die hat 1116. Okay. Unruhenunterdrückung auch 4. Die haben einen Modifikator gegen Fernkampf.
Dann haben wir Verstärkungen. Es ist eine neue Domänenkraft. Stellt einen Teil der Gesundheit und Moral für eine Armee auf Kosten von Kampf-EP wieder her. Das ist natürlich super, weil davon haben wir ziemlich viel im Überschuss. Und Gewaltmarsch. Stellt die Bewegungspunkte einer Armee vollständig wieder her, auf Kosten von 10% der Gesundheit jeder Einheit. Auch interessant. Und erhöht die maximale Armeegröße. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, 4 haben in einer Armee. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir das Zeitalter des Eisens auch mal erreichen. Jetzt, wo wir uns militärisch etwas verbessern können. Wobei, wenn die Deutschen jetzt hier angreifen, stehen wir auch ziemlich dumm da. Aber ich würde schon gerne einmal das Lager noch erledigen. Idealerweise noch das Dorf und das Lager auch, ne? Aber vorher gucken wir mal. Ah, schaut mal hier. Upgrades sind möglich. Aufwerten zu Speerträger. Ja, super. Das können wir on the run machen. Ist ja super. Okay, damit haben wir jetzt eine deutlich stärkere Einheit natürlich. Anführer auch denkbar. Naja, das werden wir in der nächsten Runde dann sehen. Ja. Ich habe vergessen, unsere Kundschafterin hier zu bewegen. Die soll am Ende hier vor allem aufklären, denke ich. So, jetzt checken wir nochmal. Kriegsführung, Freiwillige, Verstärkungen, Gewaltmarsch. Okay. Regierung, da ist noch nichts Neues. Erkundung auch nicht. In 2 Runden haben wir hier den Wachturm, dann kriegen wir noch ein Erkundungs-EP mehr. Wichtig. Gut, das heißt, wir beenden erstmal die Runde. Und haben hier unseren Gesandten, der aber zu einer regionalen Hauptstadt muss. Wisst ihr was? Ich bin hier falsch. Das ist ein Außenposten. Wir hätten nach München gehen sollen. Oder direkt nach Hamburg. Das war ein Fehler. Dann müssen wir dahin gehen. Und jetzt funktioniert es auch. So, jetzt haben wir die Verhandlungen mit den Deutschen aufgenommen. Und das heißt, schaut mal, minus 30. Die Situation hat sich verbessert. Etablierte Beziehungen. Ich glaube, das war nicht schlecht. Forderung Münzen. Okay, damit kann man gerechtfertigte Kriegserklärung bekommen. Wir könnten auch ein Geschenk senden. 100 Gold bringt plus 10 diplomatische Meinung. Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Und wir können mit 30 Diplomatie-EP tatsächlich plus 20 diplomatische Meinungen machen, um die Beziehungen zu verbessern. Ja, gut. Ich denke, das ist aber erstmal ein guter Auftakt hier gewesen. So, jetzt darf ich nicht wieder einen Fehler machen, die wertvollen Erkundungs-EP auszugeben. Dann machen wir hier oben weiter, indem wir jetzt hier mit unseren neuen starken Einheiten angreifen. Ja, natürlich erstmal gegen die Palisade. Nur noch 3 Schaden. Oh, wir haben schon 2 erfahren. So. Da fällt die Mauer. Und mit dem letzten Angriff fällt auch der Gegner. Wie erfreulich. Raffinierte Kuriositäten. Die Barbaren haben in ihrem Lager raffiniert aussehende Kuriositäten hinterlassen. Wir bekommen entweder, können wir sie verkaufen, oder wir nehmen das als Innovation. Wir haben noch keine Innovationspunkte. Ich glaube, wenn die voll sind, dann gibt es irgendwie positive Ereignisse oder ein positives Ereignis. Ich nehme das einfach mal, um es mal auszuprobieren. Plus 10 haben wir davon. Änderung pro Runde 10? Das kann ja nicht sein. Das ist doch jetzt hier nur einmalig, oder? Innovation sammelt sich in jeder Runde an, füllt die Innovationsanzeige. Wenn die Innovationsanzeige voll ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du zu Beginn deiner Runde ein positives Innovationsereignis erhältst. Sobald ein Innovationsereignis eintritt, wird deine Innovationsanzeige zurückgesetzt und die pro Runde generierte Innovation wird um 0,3 reduziert. Ja, okay. Alles klar. Schauen wir mal, was dann damit ist. So, bitte hier durch die Wüste. Schwierig ein bisschen. Wir setzen... Oh, ha, alles klar.
Die lauern da einfach in der Tiefsee. So, wir setzen hier auch die Erkundung fort. Das ist nur so eine Landzunge. Ich würde sagen, wir kehren hier jetzt erstmal zurück, weil ich glaube... Ah, hier können wir auch ein Upgrade noch machen, ne? Das kostet kein Geld, nur Kriegs-EP. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen, denke ich immer. So, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Insofern hat sich das jetzt auch schon erledigt mit der Erkundung hier oben. Das Gebiet ist für uns abgeriegelt. Hier gebe... Nee, da wird es wahrscheinlich... Okay, dann haben wir jetzt eigentlich einen Kundschafter zu viel. Der wäre jetzt gar nicht mehr so richtig nötig gewesen. Außer wir wollen von hier aus das Binnenland noch erkunden. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann machen wir das. Vielleicht auch nicht so schlecht. Gut, wir haben Tier 13. In der nächsten Runde dürften wir erinnert werden. Wir kriegen auch hier eine Bevölkerung. Das passt alles ganz gut. Hier kriegen wir auch in der nächsten Runde ein. Okay. So. Ja. Ist die Frage, heilen wir aus? Nö, wir sind stark genug, glaube ich. Ich würde gerne jetzt dieses Dorf dort noch erkunden und dann das Lager zerstören. In der Hoffnung, dass wir an dieser Stelle hier nicht angegriffen werden. Und da haben wir wieder so ein kleines hässliches Barbarenboot. Das tatsächlich einen Verteidigungsmodifikator hat. Ernsthaft? Wir können diese Schlacht nicht auf einmal beenden? Oh nee. Das heißt, wir müssen, sind hier blockiert durch diese. Das ist ätzend. Aha. Da haben wir einen russischen... Nein! Vereinigtes Königreich. Okay. Wie kommen die denn dorthin? Sind die dort angelandet? Weil ansonsten hier kommen sie eigentlich nicht rum. Oh mein Gott, sogar mit Streitwagen. Wird Zeit, dass wir hier zurückkommen. Nicht, dass die hier irgendwas planen. Nee, es ist kein Streitwagen, oder? Warte mal, was ist das denn hier? Das ist doch, das ist ein Streitwagen und ein Händler. Ah, wahrscheinlich ein begleiteter, beschützter Händler. Interessant, die Briten wollen mit uns handeln. Das, was Gutes bedeutet. So, wir haben unseren Wachturm. Das heißt, wir kriegen jetzt ein Erkundungs-EP mehr. Sehr schön. Und ich würde sagen, langsam sollten wir hier mal die Aufgabe dieser Siedlung erfüllen. Wobei es natürlich attraktiv jetzt ist. Eigentlich brauchen wir auch noch einen Grat. Wegen der Wissenspunkte. Und dann die Palisadenzäune. Ja, hilft nichts. So, und wir sind erinnert an den Steinbruch. Den wollen wir jetzt tatsächlich bauen. Und dann wird das hier auch schneller gehen. So, da haben wir den Steinbruch. Da müsste dann auch direkt gleich gearbeitet werden. Sehr schön. Gibt uns Produktion. Und damit... Ja, bringt halt einen Punkt mehr im Moment jetzt. Ist jetzt nicht so großartig. Aber es gibt, glaube ich, Folgeverbesserungen oder Gebäude, die dann mit dem Kalkstein wiederum was anfangen können. Ist, denke ich, okay. So, hier haben wir jetzt wieder eine Bevölkerung mehr, die nur zwei Nahrung bringt. Das ist jetzt nicht die effizienteste Nutzung. Hm, hier bin ich mir bloß nicht sicher, was wir hier alles tun können. Man könnte mal überlegen, ob man hier in Richtung Plantage geht. Immerhin... Bringt uns das Nahrung und Vermögen. Wir sind bei plus 2. Ja. Gerade wenn wir ein bisschen aufrüsten wollen, ist das ein Thema. Was kann man hier in dem Bereich machen? Ein Steinmetz. Bringt uns Ingenieurpunkte, auch nicht unwichtig. Ah, nein. Der Steinmetz scheint eine Folge, eine sinnvolle Folgegeschichte zu sein. Für den Steinbruch. Der wandelt nämlich Kalkstein oder Marmor in einen Steinblock um. Das ist natürlich jetzt wiederum eine schöne Folgeinvestition hier eigentlich, ne?
Allerdings haben wir halt hier eine nicht effizient genutzte Bevölkerung. Plantage 15. Wann kommt hier die nächste Bevölkerung? In 8 Runden. Tja, schwierige Frage. Man könnte hier sogar. Oh, ich sehe gerade, Upplands Väsby hat Probleme, weil ab jetzt haben wir hier neue Bedürfnisse. Wir brauchen Wohnraum und Unruhe gibt es hier auch. Plus 3. Das heißt, man muss hier eigentlich auch so eine Art Stadtwache haben, die Unruhenunterdrückung macht. Wir sehen das. Das ist eine Spezialität der Stadtwache. 8 Unruhenunterdrückung. Ja, das wird ein Thema sein. Und sagt mal Wohnraum. Wohnraum, wie kann man das befriedigen? Nur mit Behausungen. Das scheint mir dann tatsächlich das nächste zu sein, was wir erledigen müssen. Ich würde sagen, bauen wir die hier und lassen uns hier erinnern. Steuerung Linksklick. Warum will er. Ah, jetzt. Jetzt klappt es. Gut. Dann beenden wir die Runde. Barbaren greifen uns an. Und wir haben das Vereinigte Königreich getroffen. Sehr schön. Machen wir erstmal hier weiter. Reiten hier durch die Wüste. Die Schlacht sollte problemlos gewonnen worden sein. Erstaunlich, dass sie immer noch den ersten Angriff haben. Ich denke, wir können weiter segeln, ohne jetzt hier groß Halt zu machen. Schon auch ein schöner Stadtstandort hier so auf dieser kleinen Halbinsel. Gefällt mir. Was ist denn hier alles los? Wir haben gleich zwei Barbaren-Kanus, die uns angreifen. Unangenehm. Gut, dass wir die verstärkten Galeeren haben. Das plus 7, das ist schon eine echt gute Verstärkung. Aber leider teilt sich unser Schaden unangenehm auf, sodass wir hier ein paar Probleme bekommen haben. Ich denke, wir greifen aber direkt nochmal an. Und vielleicht hätte ich das vorher checken sollen, aber nicht. Nein, wir werden hier nicht untergehen. Sehr gut. Aha, von da kommen die. Da drüben. Ein weiteres Camp. So. Trelleborg. Wir bleiben hier. Ja, ich denke, ihr bleibt hier und wir werden hier oben mal irgendwann wieder nachrüsten müssen, nachbauen müssen. Beweg du dich mal weiter. Hier sind wir schon bei Runde beenden. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, endlich die Byblersboote zu machen. Ja, wie gesagt, war ein bisschen ärgerlich jetzt. Es ist, wie es ist. Wir werden die 25 jetzt ausgeben, weil ich schon noch weitere Nutzschiffe auf jeden Fall entwickeln werde. Das heißt aber, das nächste Nutzschiff kostet nur 8 und das ist natürlich ein Klacks. Das heißt, wir können alle 2 Runden Nutzschiff machen. Und da bin ich mal gespannt, wie das. Obwohl. Ah, wenn ich die Nutzschiffe. Also ist halt die Frage, wenn ich das jetzt hier einsetze, müsste das ja eigentlich zu Malmö gehen, ne? Das. Obwohl, nee, Malmö ist ja ein Vasall. Das würde wahrscheinlich dann auch nach Upplands Väsby gehen. Aber es ist okay, wir sind ja nicht bei 100, wir sind ja nicht bei 200%. Das heißt, wir können das immer noch gut nutzen. Ja. Gefällt mir. So, und wenn wir hier das hinbekommen haben, könnte man die nächsten Regierungspunkte nehmen, um mit einem Siedler hier oben hinzufahren mit dem Boot und tatsächlich hier eine weitere wunderschöne Küstenstadt etablieren, die dann auch wunderbar. Ja, es ist jetzt schon wieder, ne? Die Vasallen bekommen ja den Thunfisch nicht. Na gut. Okay, beenden wir nochmal die Runde.
Und wir sind in dem Dorf oben. Ein Redner treffen wir, der ein Dorfältester lehrt neue Denkweisen. Ignoriert ihn, unsere Traditionen sind stark oder neue Ideen sind die einzigen Möglichkeiten zu wachsen. Kultur kommen wir sehr langsam voran. Ich würde sagen, wir sagen einfach mal, unsere Traditionen sind stark. Das gefällt mir. Hier unten reiten wir weiter durch die schwierige Wüste und auch die Flotte. Oh Gott, der Fisch ist ja der Hammer. Die Flotte bewegt sich weiter. Hier sind wir angeschlagen. Wollen wir das wagen? Erstmal in die Richtung und wir sehen. Wir sehen hier, das ist das Vereinigte Königreich, das hier im Süden schon ist. Ja, das ist wirklich gut zu wissen. Okay, wir versuchen dort den Wald noch ein bisschen zu erkunden. Eine Runde kriegen wir den Markt, in vier Runden kriegen wir hier den Rat, um mehr Wissen zu bekommen. Und in zwei Runden sind wir dann selbst auch tatsächlich Teil der Eisenzeit. Ja. Die Frage ist, kann man, wenn man jetzt Freiwillige erstellt, ach schaut mal, die Freiwilligen werden tatsächlich zu Speerträgern, also zur besten Einheit. Das finde ich in Ordnung. Das heißt, wir könnten also jederzeit Speerträger ausheben. Wie ist eigentlich hier die Unruhe hier? Nimmt auch zu. Da wir die Kriegsführungspunkte eh nicht so richtig woanders benötigen, würde ich sagen, nutzen wir hier einmal die Freiwilligen und bringen sie hier hin. Das könnte schon. Ja, minus 2, die Garnisonseinheit reicht da schon aus. Dann haben wir hier schon eine schöne Einheit positioniert, um das Ganze zu verteidigen. Während wir hier, glaube ich, die Stadtwache einfach mal bauen, wenn das Ganze dort fertig ist. So, alles klar. Alles entwickelt sich irgendwie, auch wenn die Deutschen mir mit Abstand mächtiger erscheinen, als wir es sind. Aber wir haben ja diplomatisch ein bisschen vorgesorgt, wobei das lässt wieder ein bisschen nach. Ah, etablierte Beziehung plus 48. Ich verstehe. Das geht zurück. Das ist quasi nur so ein Startbonus. Ja, insofern könnte man dann natürlich irgendwann die Beziehung verbessern. Dazu braucht man ein bisschen mehr Diplomatiepunkte. Nun gut. Liebe Leute, machen wir an dieser Stelle erst einmal Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.